Herzlich willkommen zu einer weiteren Produktion von Radio TV IBS Liberty. Einige Menschen von Ihnen wissen, dass ich im Hauptberuf im Wechsel freiberuflich, hauptberuflich als Journalist seit 2006 tätig bin. Als Journalist bin ich insgesamt seit 1984 tätig, als Herausgeber von insgesamt 9 Büchern. 6 Bücher, die Sie in jeder Buchhandlung kaufen können, in Deutschland, Österreich, in Schweiz, in Großbritannien, inzwischen auch Gott sei Dank in den USA, können Sie kaufen, weil eines dieser Bücher ist Liberty and Peace Now, Human Rights Supporters. Also Freiheit und Frieden jetzt, Menschenrechtssupporter, Liberty and Peace Now. Human Rights Supporters bekommen Sie in jeder Buchhandlung, wenn Sie den Namen des Autors nicht wissen, wie man das schreibt. Das ist Andreas Klamm, ganz einfach, Andreas Klamm. Liberty and Peace Now, Human Rights Supporters. Ausführliche und weitere Informationen dazu finden Sie bei libertyandpeacenow.org oder auch in unserem Blog bei www.humanrightssupporters.wordpress.com. humanrightssupporters.wordpress.com. Heute wende ich mich in einer ganz anderen Sache an Sie. Es geht bedingt um Menschenrechte, es geht allerdings doch um viel größere Zusammenhänge. Es geht um richtig große Krisen in Deutschland, in Europa und in der Welt. Ich denke, es vergeht ja kein Tag, an dem Sie nicht irgendetwas über Griechenland, über Portugal, über Spanien, über Irland, über Belgien, über so viele, über Italien inzwischen ja auch, über Länder in der Krise hören und auch über die USA, die ja möglicherweise jetzt in wenigen Tagen, ich hoffe, dass es nicht geschieht, aber wir wissen es nicht, was geschehen wird, möglicherweise sogar zahlungsunfähig werden, was natürlich absolut nicht schön ist. Es jagt eine Krise, die andere Krise. Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel ist Tag und Nacht bemüht, Lösungen für Europa und für die Welt zu finden. Und ich denke, ich erlebe jetzt gerade auch eine ganz große persönliche Krise. Das ist die Zeit der Trauer über den Verlust eines Freundes. Und da hilft mir persönlich, und einige Menschen wissen das auch, dass ich ja auch seit 2008 als Missionsleitung einer internationalen jüdisch-christlichen Mission tätig bin. Und einige andere Menschen wissen auch, dass ich mit mehreren Kirchen in den USA verbunden bin und ehrenamtlich für Internetkirchen und Internetkirchendienste und Glaubensdienste auch als Pastor und Reverend tätig bin. Das heißt also als Geistlicher auch, denn in geistlicher Arbeit, in seelsorgerischer Arbeit. Und da möchte ich doch auf etwas hinweisen, was auch in einer Zeit der Trauer, in einer Zeit des Schmerzes, in Krisen sehr wohl helfen kann. Und was Menschen sehr häufig in Deutschland mitten in der Krise, dann wenn sie es normalerweise am meisten brauchen, vergessen. Ich glaube, das ist einerseits Glaube. Dafür kann man bitten und beten, Gott, den Herrn, den heiligen Gott von Israel, den Herrn Jesus Christus bitten und beten, wenn man an Gott, den Herrn, den heiligen Gott von Israel und den Herrn Jesus Christus glaubt. Und andererseits, und dafür bitte ich Sie heute ganz herzlich, ist es auch natürlich, und es dauert nicht lange, das dauert 5 Minuten, Sie müssen da auch nicht im Speyerer Dom für gehen, auch nicht im Kölner Dom. Sie können das zu Hause irgendwo in einem schönen Zimmer, vielleicht in einem Arbeitszimmer machen. Sie können es auch auf einer Parkbank machen. Das ist Gebet und Fürbitte zu sprechen. Im Gebet und in einer Fürbitte für Deutschland, für Griechenland, für Irland, für Portugal, für Spanien, eben für die Länder, die von der Krise erschüttert sind, zu beten, für die Menschen zu beten, auch für die Regierungen zu beten. Europa besteht ja nicht nur aus Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, das ist nur eine Regierungschefin, die von Deutschland als Beispiel genannt. Es gibt ja viele weitere Regierungs- und Staatschefs, die ihre Länder, ihre Nation regieren. Da ist Dr. Angela Merkel nicht alleine, sie ist in der Sache Europa sehr engagiert. Es war ja auch eine Idee von Dr. Helmut Kohl und der politischen Ziehtochter Dr. Angela Merkel, Europa und den Euro zu realisieren. Unter anderem natürlich gibt es da noch eine ganze weitere Menge von Menschen, die an dieser Realisation der Idee des Zusammenwachsens von Europa und des Euros beteiligt sind. Ich glaube, diese Menschen brauchen ganz dringend, auch in diesen Zeiten der Krise, Gebet für Führung, für Leitung durch den Heiligen Geist von Gott, dem Herrn, von dem heiligen Gott von Israel, von dem Herrn Jesus Christus.
Mir geht es so, dass ich gerade jetzt in dieser Zeit der Trauer, nachdem ich eben jetzt betroffen worden bin davon, dass ein Freund unerwartet, überraschend gestorben ist, tagtäglich, nicht nur in der Zeit der Trauer, aber jetzt ganz besonders intensiv auch, bete, Fürbitte leiste und bitte, und das auch in der Tat für Deutschland, obgleich ich ja einige Menschen wissen es, einige Zuschauer wissen es, ein französisch-deutscher Journalist bin, mein Großvater ist der vermisste französische Offizier Hedi Sabaoth, letzter bekannter Aufenthaltsort ist Kaiserslautern in der Pfalz, er wird seit 1945 vermisst, weshalb ich Ihnen das erkläre, ist natürlich, ich fühle mich zu Frankreich hingezogen und zu Deutschland hingezogen. Es fällt mir nicht immer leicht zu entscheiden, für wen soll ich denn jetzt mehr da sein, für Frankreich oder für Deutschland, wem soll ich mehr dienen, welchem Land, mehr Frankreich oder mehr Deutschland. Das ist nicht immer so ganz einfach, aber nicht jeder Mensch ist von diesen Ereignissen betroffen oder von diesen besonderen familiären Verhältnissen. Ich denke, weil eben in Deutschland auch sehr viele Menschen leiden, es sind ja sehr, sehr viele Millionen von Menschen, chronisch kranke, behinderte Menschen, Rentner, und die das gleiche Schicksal ja auch mit Griechenland verbindet, dass keine finanziellen Mittel vorhanden sind, dass es nur noch 0-Euro-Jobs, also Jobs ohne Bezahlung, Arbeitsplätze ohne Bezahlung gibt oder nur noch diese ja sehr umstrittenen 1-Euro-Jobs. Davon kann natürlich kein Mensch leben, das wissen wir alle. Insofern ist der Aufschwung relativ, denn Aufschwung gibt es sicherlich. Denn wie Sie in der Heiligen Schrift, in der Bibel lesen können, werden die Reichen immer reicher und Arme immer ärmer. Daran können wir natürlich gemeinsam etwas ändern, mit Gebet und Fürbitte, eben zu Gott, dem Herrn und den Heiligen Geist auch bitten, im Leben von Menschen zu wirken, auch im Leben von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, im Leben der sogenannten Elite, im Leben der Entscheidungsträger, der politischen Entscheidungsträger, damit die richtigen Wege gegangen werden, damit Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, damit Liebe in Deutschland wieder erlebbar und spürbar und erfahrbar wird. Und daher bitte ich Sie heute auch daran zu denken und wenn Sie wollen, mitzuwirken. Und das ist ein sicherlich sehr guter Dienst für Deutschland, zu bitten und zu beten, Fürbitte zu leisten für die politische Führung, für die Entscheidungsträger, damit sie die Führung und Leitung, die Weisheit von Gott, dem Herrn, von dem heiligen Gott von Israel und von unserem Herrn Jesus Christus, wenn ich sage von unserem Herrn Jesus Christus, meine ich jetzt alle Glaubensbrüder und Glaubensschwestern, die eben an den Herrn Jesus Christus von Nazareth und an den heiligen Gott von Israel und an den Heiligen Geist auch glauben. Ich bitte Sie und lade Sie ein, beten Sie doch einfach mal mit für Deutschland, für Griechenland, für Irland, für Frankreich, für Spanien, für Portugal, für die Vereinigten Staaten von Amerika, damit den Menschen geholfen wird, damit Liebe, Gerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit auch in Deutschland möglich wird und damit es möglich wird, mit der Führung, Weisheit und Leitung Gottes, von Gott dem Herrn, dann vielleicht auch Wege aus der Krise zu finden oder Wege zu finden, die Krisen zu überwinden. Da fällt mir spontan auch beispielsweise eine Stelle aus dem Gebet ein, das weltweit als Vater unser bekannt ist. Das heißt ja auch, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Vielleicht wäre das ein Weg, ein Ansatz, Schuldenerlass. Doch dafür braucht es Gebet und Fürbitte. Religion, Glaube kann ja nicht immer Patentrezepte oder Vorschläge für politische Entscheidungsträger liefern, aber manchmal doch vielleicht einige Impulse und Ansätze, die vielleicht doch helfen können. Vielleicht kann ein Schuldenerlass, das Vergeben von Schulden, einer der Wege sein oder wenigstens zumindest ein Teilschuldenerlass. Dann steht ein weiteres besonderes Ereignis noch bevor, neben den Krisen. Es wird die Rede des Papstes Benedikt dem 16. im Bundestag sein. Auch hierfür bitte ich die Brüder und Schwestern im Glauben verbunden an Herrn Jesus Christus, an Gott, den Herrn und den heiligen Gott von Israel, für dieses Ereignis zu beten, damit Papst Benedikt die richtigen Worte findet, damit er auch das Gehör findet von den Menschen, die dann an diesem Tag im Deutschen Bundestag, im Reichstag in Berlin vertreten sein werden und vielleicht auch das ein oder andere Herz, Politikerherz, oder auch das ein oder andere Herz von Entscheidungsträgern in Deutschland erreichen kann mit einer bewegenden und guten, schönen Rede, damit eben dann vielleicht doch mehr Menschen auch noch ja, die Nähe erfahren dürfen und die Freude des Glaubens und auch die Freude
des Schutzes und der Bewahrung durch Gott, den Herrn und durch den Herrn Jesus Christus. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das war eine besondere Bitte, Gebet und Fürbitte und Bitte vor Gott, dem Herrn und vor dem Herrn Jesus Christus in der Tat und Wahrheit und Liebe für Deutschland, für Griechenland, für alle Länder in der Krise zu leisten, die Sie vielleicht für wichtig empfinden und für die für ihn etwas bedeuten oder Ihnen auch von Gott, dem Herrn, ans Herz gelegt werden. Ich bitte, machen Sie mit, beten Sie für Deutschland, für Griechenland, für Irland, für Frankreich, für Italien, für Spanien, damit den Menschen in Not und den Menschen, denen es nicht so toll geht, die nicht mehr wissen Tag ein, Tag aus, wie sie die Miete bezahlen sollen, wie sie zum Arzt gelangen können, damit diesen Menschen geholfen wird und damit auch die politischen Entscheidungsträger wissen, wie sie Grundrechte und Menschenrechte schützen können, auch erhalten können und umsetzen können, damit es eben nicht zu sehr zu vielen Menschenrechteverletzungen, Grundrechteverletzungen in Deutschland oder Europa kommt aufgrund von Krisen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen nur das Beste. Bis zum nächsten Mal. Ihr Andreas Glamm-Sabaoth von Radio TVIBS Liberty. Weitere und ausführliche Informationen zu den Produktionen und Sendungen von Radio TVIBS Liberty finden Sie bei www.radiotvinfo.org, www.radiotvinfo.org oder www.ibstelevision.org. www.ibstelevision.org ist eine weitere Internetadresse. Ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ihr Andreas Glamm-Sabaoth.